Hallo David Alaba. Ich hätte eine Frage an dich. Ich hoffe, du kannst sie beantworten. Was war denn dein bester Streich? Was mein bester Streich war? Welches war dein coolstes Tor? Das war super, war schon ein ganz schönes, glaube ich. Servus, liebe Kids Club Kinder. Danke euch für eure Fragen und ich werde sie euch jetzt beantworten. Hallo David, ich bin Samuel und bin 9 Jahre alt und komme aus Hungen. Ich würde dir eine Frage stellen. Warum hast du die Nummer 27 ausgewählt? Hallo Samuel, ich hoffe, dir geht's gut. Die 27, wie ist die denn entstanden? Die Nummer 7 war und ist immer meine Lieblingszahl gewesen. Und die hat damals ja schon der Frank gehabt, wo ich zu den Profis gestoßen bin. Die 17 hatte Marc van Bommel und die nächste Zahl mit der 7 drin war dann die 27, die dann frei war und die habe ich mir dann auch gleich geschnappt. Hallo, ich bin der Leon. Ich bin 8 Jahre alt und wohne hier in Stephanskirchen mit meiner Familie. Und ich wollte dich fragen, wie du zum FC Bayern gekommen bist und was du in der Corona-Zeit alles treibst. Hallo Leon, wie ich zum FC Bayern gekommen bin. Ich habe damals, ich war glaube ich 15 Jahre alt, ein Angebot vom FC Bayern bekommen. Bin dann hergekommen, habe mir alles angeschaut und dann wusste ich vom ersten Moment an, dass es genau das ist, was ich möchte. Was ich so in meiner Zeit, jetzt in der Corona-Zeit treibe, die meiste Zeit trainieren, um ehrlich zu sein. Wir haben ja dann relativ zügig dann auch wieder begonnen mit dem Training. In erster Linie von zu Hause, Cybertraining über die App, wo jeder zugeschaltet war, wo wir uns dann wirklich fit gehalten haben und dann in Gruppen dann auch wieder am Platz und sonst zu Hause einfach nur wirklich sehr viel Zeit mit meiner Familie verbringen, Bücher lesen, Filme gucken und ja, das war's dann auch schon wieder. Hallo lieber David, ich bin der Florian und komme aus Gundramsdorf in Österreich. Meine Frage an dich wäre, wie hast du dich gefühlt, wie du vom FC Bayern München gescoutet wurdest und wie ist das Ganze passiert? Hallo lieber Florian, wie das Ganze passiert ist. Ich glaube, das erste Mal wurde ich entdeckt. Da gab es ein Turnier in der U15 mit Austria Wien. In Bremen ein großes Turnier. Und ja, das war natürlich eine riesen Ehre für mich damals, wo der Anruf dann zu Hause angekommen ist, dass der FC Bayern mich haben wollte. War ein super schönes Gefühl auf jeden Fall. Servus David, hier ist der Henning aus Luckburg. Ich hätte eine Frage an dich, ich hoffe, du kannst die beantworten. Wer war denn zu deiner Kindheit dein Vorbild? Servus Henning, ich hatte tatsächlich mehrere Vorbilder oder Idole, wie JJ Okocha, Patrick Vieira, Zidane, Ronaldinho. Das waren so Spieler, die mir wirklich sehr, sehr gut gefallen haben. Wo ich dann hier bei Bayern München war, C. Roberto, Frank Ribéry, Mehmet Scholl. Das waren alles so Spieler, wo ich schon hochgeguckt habe und versucht habe, mir viele Dinge abzuschauen. Hallo David, ich bin der Thomas, ich bin aus Rassing, das liegt in Niederbayern. Und meine Frage war, wo du in Bayern Internat warst, hast du Heimweh gehabt? Und wenn ja, wie hast du das denn überwinden können? Servus Thomas, ja, ich hatte tatsächlich Heimweh. Ich bin damals mit 16 Jahren nach München gekommen, war dann hier im Internat oder im Jugendhaus. Aber Gott sei Dank war Wien jetzt nicht so weit weg. Ich war wirklich sehr, sehr oft in Wien. Bin da jedes Mal in den Zug gestiegen und nach Hause gefahren, auch wenn es mal nur für ein, zwei Tage war. War für mich wirklich sehr, sehr wichtig, trotzdem den Kontakt zu Hause zu haben und trotzdem immer wieder nach Hause zu kommen damals. Das hat mir, glaube ich, in der Zeit sehr viel geholfen. Aber ich hatte mit der Frau Wanke eine im Jugendhaus, die immer für mich da war. Wir hatten super Jungs auch im Jugendhaus, wo wir uns wirklich sehr, sehr gut verstanden haben. Deshalb fiel es mir dann mit der Zeit immer leichter und leichter. Aber ich hatte schon auch mit Heimweh zu kämpfen. Ja. Hallo David Alaba, ich bin's Pauline. Ich wohne in Osthausen, das ist ein kleines Dorf in Thüringen. Meine Frage an dich lautet, was machst du in deiner Freizeit, wenn du nicht beim FC Bayern spielst oder trainierst? Würde mich freuen, wenn du sie beantwortest. Mit vielen lieben Grüßen, deine Pauline. Tschüss! Hallo liebe Pauline, ich verbringe sehr, sehr gern und viel Zeit mit meiner Familie, mit meinen Freunden. Zocke aber auch ab und zu Playstation.
und aber habe es wirklich sehr, sehr gern, wenn ich von dem ganzen Trubel, der drumherum ist, einfach wegkomme und einfach die Zeit mit meinem Umfeld verbringe. Hallo David Alaba, ich bin Matteo, komme aus Achmühle und stelle dir die Frage, wer ist dein Lieblingsmitspieler beim FC Bayern? Hallo Matteo, mein Lieblingsmitspieler? Das kann ich da ganz ehrlich gesagt nicht so beantworten. Wir haben eine unglaubliche positive Stimmung innerhalb der Mannschaft und da versteht man sich wirklich mit jedem. Natürlich habe ich einen persönlichen Draht zu Serge Gnabry, zu Jerome, zu Niklas, Joshua, Thomas. Ich könnte, glaube ich, durch die ganze Mannschaft jetzt durchgehen, weil wir einfach eine super coole Mannschaft haben, wo wir uns wirklich sehr gut verstehen, am Platz, aber auch außerhalb vom Platz, eine unglaubliche Stimmung haben. Und dafür sind wir, glaube ich, alle sehr dankbar. David, ich bin der Julian, ich bin 7 Jahre alt, Verlierer bei der früheren Bayern-Fußballmannschaft. War der Ribéry von der Fußballmannschaft der beste Freund und der hat alle ja immer so viel Streich gespielt. Was war denn dein bester Streich? Lieber Julian, das stimmt, der Frank hat wirklich sehr viele Streiche gespielt und durfte da auch sehr viele miterleben. Was mein bester Streich war, wir haben es generell, glaube ich, wirklich sehr lustig in der Kabine oder auch auf Reisen, da wir eine, glaube ich, eine sehr lustige Mannschaft haben. Aber jetzt meinen besten Streich, den kann ich da, glaube ich, gar nicht sagen. Hi David, ich bin Till und 9 Jahre alt und der allergrößte Bayern-Fan. Deine Freistöße sind so gut. Übst du die extra im Training? Viele Grüße, dein Till. Hallo lieber Till, auch Grüße zurück. Ja, meine Freistöße trainiere ich tatsächlich sehr, sehr häufig, auch im Training. Aber damit habe ich schon sehr früh begonnen. Ich glaube, wo ich intensiv begonnen habe, Freistöße zu üben, da war ich, glaube ich, 15 Jahre alt. Habe auf YouTube immer Videos geguckt von Juninho, von David Beckham. Und habe dann immer versucht, die oder irgendwo nachzumachen. Aber mit der Zeit dann auch vielleicht irgendwo meinen eigenen Stil entwickelt, Freistöße zu schießen. Und ja, die trainiere ich wirklich sehr, sehr viel. Und ich will wissen, welches war dein coolstes Tor? Hallo lieber Noah, mein coolstes Tor. Meine Tore sind fast immer cool. Aber ich glaube gegen Stuttgart, das Freistoßtor war schon ein ganz schönes, glaube ich. Hallo David, ich heiße Ludwig, ich komme aus Schweiz, bin 6 Jahre alt und meine Frage war an dich. Wie kann ich am besten trainieren, dass ich ein Fußballprofi werde? Hallo lieber Ludwig, du bist ja schon relativ früh dran. Ich habe erst mit 10 begonnen, Fußball zu spielen. Und was ich so heute sagen kann, ist, glaube ich, einfach Spaß haben am Fußballspielen. Einfach die Liebe entwickeln und die Liebe auch haben zu dieser Sportart. Und wenn man diese Liebe entwickelt und auch hat, glaube ich, wird man automatisch ehrgeizig und versucht, das Beste aus sich rauszuholen. Und das solltest du, glaube ich, versuchen. Hallo David, ich bin Jus, bin 9 Jahre alt und komme aus Ochtrup. Meine Frage an dich, was würdest du gerne beruflich machen, wenn du kein Fußballer wärst? Servus Jo. Was ich machen würde, ist eine gute Frage. Ich bin wirklich sehr, 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 sehr dankbar, dass ich Fußballer geworden bin, dass ich heute meinen Traum leben darf. Architekten haben mich damals, wo ich noch jung war, wirklich immer wieder begeistert. Das war vielleicht so ein Beruf, wo ich mich damals sehen konnte. Aber wie ich schon gesagt habe, ich bin wirklich sehr dankbar, dass ich heute Fußballer geworden bin, weil das mein einziger Traum war. Hallo David, ich bin Mika. Ich wohne in Hung und bin 11 Jahre alt. Ich habe eine Frage an dich. Was ist dein Lieblingsessen? Hallo Mika, Mamas Essen ist tatsächlich die beste Küche, was mir am besten schmeckt. Aber ich habe mittlerweile auch die vietnamesische Küche wirklich sehr, sehr gern. Servus, ich bin der Sebastian. Ich komme aus Brünn am Chiemsee und bin 9 Jahre alt. Und ich wollte dich fragen, wie ist das Gefühl, wenn man in Österreich zum Sportler des Jahres gewählt wird?
weil eigentlich wären sie immer die Skifahrer. Das würde mich sehr interessieren. Vierte. Hallo, lieber Sebastian. Das Gefühl war natürlich überwältigend, was ich glaube ich so nicht beschreiben kann. Ich durfte es jetzt schon zweimal werden und ich kann mich noch erinnern, wo ich das erste Mal geworden bin. Das war eine unglaubliche Ehre und ein Moment, wofür ich heute wirklich sehr dankbar bin. Hallo David, ich bin der Luca aus München und ich würde gerne wissen, wie du dir in Corona-Zeiten die Haare schneidest. Hallo lieber Luca, das war wirklich jetzt nicht so einfach. In der Zeit, deshalb habe ich mir nicht die Haare geschnitten in der Zeit. Jetzt haben die Friseure wieder offen. Ich habe gleich einen Platz bekommen beim Friseur und deshalb habe ich mir dann auch die Haare geschnitten. Aber in der Zeit tatsächlich nichts an meinen Haaren gemacht. Hallo David Alaba, ich hätte eine Frage an dich. Ich hoffe, du kannst die beantworten. Was war denn dein bester Streich? Was mein bester Streich war? Welches war dein coolstes Tor? Das Flaschentor war schon ein ganz schönes. Glaube ich. Vielen Dank für eure Fragen. Bleibt gesund, euer David Alaba.